Sie sind Biochemiker? Ich bin Biologe. Aber ich habe auch Landwirtschaft studiert. Ja, dann ist ja alles bestens. Nur wenn du bitte, bitte sagst, kleiner Bruder. Grüß Gott. Herr Ludwig Thalhammer, unser ebenfalls verehrter Herr Bürgermeister. Grüß Gott. Herr Max Thalhammer. Grüß Gott. Und Herr Moser. Grüß Gott. Herr Schantl, unser Nachbar. Und Herr Unterholzner. Grüß Gott, mein Name. Wenigstens nicht schon wieder ein Preis. Bist du Amerikaner? No, ich Ghana. Jetzt greift der Mann aus meiner Bibel. Was macht's denn hier in München? Eier Mauserl, was sonst? Wie viel steht denn auf Zechbrüllerei? Trinken, bis der Tod eintritt. Moser, wir sind Steher. Wir fangen jetzt erst richtig an. Stark, was? Typisch. Luke, der hat's kapiert mit der Lebensqualität. Der ist jetzt Millionär. Sie dürfen stolz auf Ihre Tochter sein. Die Ann-Kathrin hat das beste Diktat von der ganzen Klasse geschrieben. Ann-Kathrin, ich habe dir schon so oft erklärt. Ob ein Mensch getauft ist oder nicht, das spielt keine Rolle. Entscheidend ist, was der Einzelne aus seinem Leben macht. Trotzdem ist es besser, wenn man getauft ist. Und warum? Weil man dann genauso ist wie die anderen. Entschuldigung, sind Sie der Herr Dr. Janssens? Herzlich willkommen. Ich bin Knut. Wer kommt aus dem Zuchthaus? Wer kommt ins Heim? Und fertig. Ein Stückel von einem bleibt immer jung. Lukas! Lukas! Was ist denn jetzt schon wieder los? Komm runter! Ich glaube, du brauchst wieder Abreibung. Übernimm den Ebbierschall. Brutal, der haut hier wieder Bud Spencer. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Und wenn ich es nicht mehr wieder tue, 15 dazu. So. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bock müssen, meine Damen. Nein! Nein! Die Liebe, die Liebe ist deine Lebensbahn. Du gerade ein bisschen romantischer warst. Je nackter, umso besser. Scheiß Paris. Scharf die Amanda, was? Ja, nimm 6 von der Sorten und wir sind in einem Jahr Millionäre. Hoffentlich. Meine Trauben fressen mir sowieso noch den letzten Haar vom Kopf. Ja, du blöder Hund, du! Weißt du, was der Hengst kostet hat? 160.000 Mark! 160.000 Mark! Er könnte sich was antun. Der tut noch andere was an. Scheiße! Das gibt's ja nicht, ihr Drecksei! Ist es fertig? Neger sollen sie Tint waschen! Frieden, hä? Nein! Keine Polizei! Bei uns regelt man sowas anders. Ja,
Probleme? Du stehst mir im Weg. Ja. Was machen wir denn da? Verbrecher, meine einzige Tochter. Ein Schuss und hin ist er, Herr Gmirsthändler. Fräulein Schandl, es ist sicher nicht angenehm, was Ihnen passiert ist. Aber Sie müssen die Wahrheit sagen. Überlegen Sie sich Ihre Antwort genau. Ja, was für dich, Katharina. Guten Abend, Frau Janssens. Beliebte Musik zum Panzer! Klopf und klopf und klopf. Na, Papa, bist du jetzt zufrieden mit mir?